Ich nenne dir gleich mal ein paar Anzeichen, woran du erkennen kannst, dass dein Partner fremd geht. Doch zunächst sprechen wir kurz über die Gründe, warum gerade Narzissten das tun. Einer der Hauptgründe dafür, dass gerade Narzissten Weltmeister im Fremdgehen sind, ist die Tatsache, dass sie keine Empathie empfinden. Sie können sich also nicht in die Gefühlswelt anderer hineinversetzen und empfinden, welchen Schaden sie mit ihrem Verhalten im Seelenheil des Partners auslösen. Für sie ist die Monogamie etwas Fremdartiges, etwas Belastendes, etwas, das den Narzissten in seinem Freiheitsdrang behindert. Und das macht so überhaupt keinen Spaß. Ein weiterer Grund, weshalb Narzissten in der ersten Liga der Fremdgeher mitspielen, ist, dass sie ständig nach neuen Zufuhrquellen Ausschau halten, um ihren Selbstwert zu regulieren. Ein neuer Sexpartner kommt da wie gerufen. Schau her, ich kann alle haben, würde der Narzisst sicher auf dem Siegerpodest der Menge zurufen, wenn es dafür eine Olympiade gäbe. Wer mit einem narzisstischen Menschen in einer Beziehung lebt, muss wissen, dass diese Person Fremdgehen als etwas völlig Normales empfinden und es demzufolge zu deren Standardverhalten gehört. Also alles gut, zumindest für den Narzissten? Ja, solange du nicht auch fremd gehst, denn das kann er gar nicht haben. Das baut seinen Selbstwert nicht auf, sondern lässt ihn logischerweise abstürzen. Und das gehört zu den typischen Doppelstandards dieser Menschen. Ihre Regeln gelten für alle, außer für sie selbst. Fremdgehen ist schlecht, außer für den Narzisst. Die Krönung bei allem aber ist deren Verhalten, diese Schuldumkehr. Wir haben ja schon drüber gesprochen. Sogar wenn sie fremd gehen. Sie sagen dann gerne, ja, das habe ich getan, weil du mir nicht genügend Aufmerksamkeit geschenkt hast. Vielleicht fällt dir ja noch ein Grund ein, du kannst ihn in den Kommentaren gerne erwähnen. Folgende Anzeichen deuten auf einen Seitensprung, natürlich nicht nur beim Narzissten hin. Ein Vorzeige-Zweithandy. Ja? Das eine ist das offizielle und das andere ohne Backups, Supply, Betthupferl, Kontakte. Das Vorzeige-Zweithandy wird dir gezeigt, wenn du es unbedingt sehen möchtest. Sauber. Dieses Handy läuft dann gerne mit Prepaid-Karte ohne Rechnungsversand nach Hause. Ja, damit man das nicht sieht, wer wohin telefoniert hat. Mail- und Anruflisten sowie Nachrichten werden beinahe stündlich gelöscht. Da ist ja was gekommen, Klammer löschen. Piep. Ständige Überstunden wie aus dem Nichts hat er sie. Plötzlich. Früher hat es da nie Überstunden in den Job gegeben. Plötzlich gibt es da auch ein neues Hobby, für das er sich interessiert. Wenig sexuelles Verlangen zu Hause. Ja, verständlich, ne? Wenn man sich woanders abreagiert. Er reagiert plötzlich nervös, wenn er oder sie Nachrichten bekommt und du nebendran bist. Vielleicht liegt er auf dem Sofa und piep. Scheiße. So. Er nimmt das Handy plötzlich immer mit ins Bad. Er dreht das Handy neuerdings immer um, wenn er es irgendwo hinlegt. Bildschirm nach unten. Beim Computer, Laptop werden die Browserverläufe sofort gelöscht. Hat es vorher auch nicht gegeben.
Überhaupt habt ihr kaum noch gemeinsame Unternehmungen und er muss öfter seine Freunde treffen. Alleine natürlich. Das Auto wird oft extrem gut gereinigt und gesaugt. Vor allen Dingen gesaugt. Jedes Mal nach den Überstunden. Oder am Wochenende, wenn er bei Freunden war. Gleich den Sauger raus und saugen. Es gibt jetzt auch öfters Streit zu Hause. Und das wird als Grund genutzt, um die Wohnung zu verlassen. Dann kann man ja sagen, jetzt bin ich sauer, jetzt gehe ich mal in die Kneipe und Bier trinken. Er fragt dich, ob du schon mal einen Seitensprung gemacht oder zumindest daran gedacht hast. Er erzählt Storys wie, der Meier hat seine Frau betrogen, unglaublich. Bedeutet leider, er hat dich betrogen. Wenn du einen Verdacht hast, und wir wissen ja, dass ein Narzisst nichts zugibt, er wird alle möglichen Ausreden für sein Verhalten finden. Also wenn du einen Verdacht hast, dann sammle ruhig Beweise, wie ein Detektiv, denn nur so wird er sein Fremdgehen irgendwann zugeben. Nur dann, wenn er nicht anders kann. Präsentiere ihm die Beweise nach und nach. Den stärksten hebst du dir bis zum Schluss auf. Vielleicht ein Foto maximal. Schau, wie lange er sich windet und lügt. Wenn er es gleich zugibt, kannst du vielleicht anders reagieren, als wenn er ewig wartet und alles verleugnet. Wobei das Ergebnis ist natürlich das gleiche. Wenn du keine konkreten Beweise hast, dann kannst du blöffen. Sage, wer war denn diese Frau neulich mit dir in der Stadt? Mit der du da gesehen wurdest. Schau, wie er reagiert. Vielleicht sagt er, ach die, das war nur die Sekretärin vom Chef, die habe ich zufällig im Café getroffen. Denke immer daran, ein Narzisst kann sehr ausfällig werden, gerade wenn er ertappt wird. Aber du kennst deinen Narzissten ja am besten, du weißt, was du machen kannst. Und sie geben nur dann etwas zu, wenn sie nicht anders können. Du musst selbst wissen, ob du ihm verzeihen kannst, aber wenn er tatsächlich die Schuld für sein Fremdgehen dir anlastet, dann solltest du nicht lange fackeln und die Sache sofort beenden. Denn wenn du hier keine Grenzen setzt, wird er erst recht weitermachen, weil er sich deiner sicher ist. Egal was er tut, du bleibst ja da. Aus den oben genannten Gründen gehen diese Menschen immer wieder fremd. Sie können nicht anders. Und das soll jetzt keine Entschuldigung für dein Verhalten sein, um Gottes Willen. Aber du musst dieser Tatsache ins Auge sehen und nicht hoffen, dass die Sache nur ein Ausrutscher war. Natürlich gehen auch Menschen ohne Persönlichkeitsstörung fremd, aber Narzissten sind, wie gesagt, Weltmeister darin.